So, hallo, ja, also, auf geht's in ein neues Abenteuer mit Gerald. Wir legen uns in den Hinterhalt hier bei The Witcher Wild Hunt und versuchen Rittersporn zu befreien, wenn ihr euch daran erinnert. Und davon Verfluchte gehe ich mal Hexenjäger! einfach Ich raus. dachte, schlimmer kann's nicht werden. Ich hätte noch ganz gerne, weiß ich noch, ich habe eine Gage bekommen. Also. Kennst du die Ballade von Wanda, die einen Nilfgaarder verschmähte? Nein. Hallo. Ich dachte, du erzählst die mir vielleicht. Hast du diese Anscheinend nicht. armen Wichte gesehen, die aus Velen Bestimmt geflohen sein sind? Schritt und wild sein Blick. Pass auf, sonst Oh. bricht er dein. Ups, ich krieg's dir doch nicht erzählt. So. Egal, wir müssen uns jetzt. Wie lief's mit diesem Heiler? Du Ich bin siehst mir gelaufen, äußerst hab mich um meine verdächtig eigenen aus, Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftauchte und mich heilte. Ich hatte als Leprakranker ein gutes Einkommen. Aber im nächsten Augenblick war ich pleite. Ohne Einkommen für mein Schieb Leben. ab! Was für ein Pech! Ah! Das waren doch Leute vom Hurensohn. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Ja, und zwar roh. So, wo müssen wir denn hin? Ich finde das übrigens cool hier mit dieser kleinen Map hier. So. Da müssen wir hin. Ja, da reiten wir jetzt mal hin. Habt ihr das gesehen? Aus der Mauer heraus ist Plötze gekommen. Ja, das ist ein Pferd. Gut. Zu nachtschlafender Zeit darf man hier nicht schnell reiten. Ich möchte ja auch niemanden wecken. 0:14 Uhr. Ich hab dich im Blick, Weißer. Ach, wenn du so schnell gucken kannst, wie ich reiten. So, da lang. Durch das Tor. Langsamer. Da wären wir. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten. Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Gerald, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Pfiffi, als er Verstopfung hatte. Ist aber wirklich kein Ort für sie. Man stelle sich vor, das Ganze geht schief.
Dies ist kein Ort für sie. Wenn ihr was zustößt, will ich Rittersporn nicht erklären müssen, warum sie hier war. Muss ich dich daran erinnern, dass ihr hier seid, um Rittersporn zu retten, nicht mich? Ich kann auf mich aufpassen. Na schön. Aber denk daran. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Ich nicht, danke. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gut. Du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Rittersporn! Verdammt! Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Vorsicht! Da sind noch drei Arschgesichter! Verdammt, jetzt muss ich aber erst noch mal... dann bei 49%. So. Natürlich habe ich ihn umgebracht, du Idiot. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Bin ich überhaupt auf Plätze? Ja. Verdammt. Okay. Hier sind sie durchgeritten. Langsamer. Da sehe ich schon rot. Halt! Da geht's lang. Beweg dich! Okay. Ich hätte ja lieber den Truppen geholfen beim Metzeln, aber... Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Waren ja auch zwei Mann. Imkerei Honigwabe. Schau an. Komm schon! Hier schauen wir auf jeden Fall auch noch vorbei, aber jetzt müssen wir uns erstmal um den guten Rittersporn kümmern. Da geht's lang. So. Da weiter.
Okay. Hufspuren. Da? Da geht's weiter. Du lässt dir nichts sagen, nicht wahr, Weißer? Frage, ob jemand so lange Rittersponsor früher gesehen hat. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Alles klar. Dann hier weiter. Lauf, Plätze! Er hat ja gesagt, links abgebogen. Oh Gott, wenn der jetzt eine Links-Rechts-Schwäche hat, wie die meisten Frauen. Oder wie viele Frauen. Aber ist ein Kerl. Oh je, jetzt habe ich mir, glaube ich, Feinde gemacht. Ich habe nichts gegen Frauen. Verdammt, ich bin der falschen Spur gefolgt. Ich muss nach den Hufspuren von einem schwer beladenen Pferd suchen. Langsam. Ich bin sofort angetrottet, wenn ich pfeife. Beweg dich. Ach, verpiss dich. Was sag ich? Ich sag's noch, wenn der dann Rechts-Links-Schwäche hat. Und? Oh, was ist denn hier los? So. Los, lauf! So, kann ja dann eigentlich nur hier lang gewesen sein, ne? Das sieht besser dann wohl aus. Sieht aus, als würde es lahmen. Da hoch. Oh nee. Langsamer. Ich wusste nicht mal, was er überhaupt wollte. Meinst du, jemand hat geplaudert? Wenn Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Mit wem sollte er sich denn besaufen? Mit den Hexenjägern? So blöd ist nicht mal er. Warum heißt er eigentlich Riesengilly? Ich meine, er ist klein, selbst für einen Zwerg. Ob sie die Bilder beschlagnahmen? Die finden sie im Leben nicht alle. Ach, verflixt. Wer kommt denn jetzt? Hey du, was zur Hölle ist hier los? Was ist los? Sag du's uns. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein, geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da? Sei still! Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Dann gehen wir mal los. Ich meine jetzt... Nein, ich wollte keine Schwerter. So, wir haben ja gerade eine Menge verkauft. Okay. Einmal öffnen. Hallo?
Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Tankert, Viscount der letzten Hofe sein. Viscount, bitte, dich nennt doch jeder Rittersporn. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich jetzt losmachen könntest... Also, dann gehen wir da mal hoch. Na? Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Weißt du, ich und ein Knebel, wir passen nicht. Warum kann ich denn das nicht auswählen? Jetzt hat mir jetzt eh nicht angezeigt. Ich habe jetzt auch Verdacht eh gedrückt. Nein! So. So, dann wollen wir nochmal speichern. Hallo? Verficktes Spiel, ey. Ich drücke hier die ganze Zeit Q, 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 Q und es passiert nichts. Naja. Nächsten schlechter. Rittersporn, ganz ruhig. Strafe muss sein. Du Dussel. Was? Was sagst du? Ja. Ich glaube, der meint, ich soll ihn losbinden. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was... Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Also, ich weiß nicht, wo sie ist. Oh, nee, ne? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Ah, wir dürfen mal wieder mit Ciri spielen. Stimmt, wir waren ja zuletzt... sind wir ja Hurensohn entkommen.
Und nun geht die Flucht wohl weiter. Pack die Schlampe! Das geht uns nichts an, Kumpel. Doch, laut Hurensohn. Reißt euch zusammen, Jungs! Ihr sollt die Schlampe schnappen. So, es waren zwei. Einmal, was? Ich kann nicht speichern? Okay. Ja, toll. Können wir aber hier wieder runter. Super. Na denn. Ergib dich! Umzingeln! Es geht nicht! Das war eigentlich ziemlich cool. Ganz alleine. Los, auf ihn! Scheiße. Siehst du, deswegen wollte ich speichern. Aber er hat mich ja nicht gelassen. Schlampe! Schnappt sie! Das geht uns nicht an, Kumpel! Laut Hurensohn, Jungs! Reißt euch zusammen, Jungs! Ja. Jetzt vielleicht? Jetzt hat sie es nämlich von alleine weggesteckt. Ja, so. Also ich frage mich, warum ich gerade nicht speichern konnte. Eigenartig. So, also jetzt hier runter. Ein bisschen mit Schmackes, damit er uns nicht wieder da abschießt. Links! Los! Auf ihn! Schlag ihn! Halt ihn! Fuck. Boah, sind das viele, ey. Scheiße, nee. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Boah, dass das so viele sind, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Meine Fresse, nee. Was soll denn der Scheiß? So ein Fuck. Wir müssen hier runter. Keine andere Wahl. Also locken die erstmal hier hoch.
dass wir nur ein paar haben, weil das ist ja... Hallo? Hallo? Hier bin ich. Bogenschützen immer. Jetzt links, links. Hier bin ich. So. Ich werde dich abschlachten wie den Hund. Umzingel ihn! Sorry. Verdammte Scheiße! So dämlich habe ich mich ja schon lange nicht mehr angestellt. Boah, ist ja zum Kotzen. Kannst du jetzt mal rennen? Meine Herren, ey. Verfickten Dinger, ey. Scheiß Dreckspack. Jetzt links, links! So. Schlagt ihn! Tötet ihn! Verfluchte Scheiße! Die machen aber auch ein Damage, diese Drecksäcke, ey. Dieses feige, verfickte Mistpack. Auge um Auge! Ja, diese, boah, die Bogenschützen, ey. Und dann noch diese... Kann ich einen Moment? Jetzt sag nicht, ich kann. Sie haben die Tore blockiert. Wir müssen rennen. Schnapp dir ein Pferd zum Tempel. Ich glaub's nicht, ne? Ich glaub es nicht. Schlagt ihn! Tötet ihn! Jetzt links! 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 Mistvieh. Renn, du blöde Meere. Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Da mache ich da so ein Geschiss und dabei müssen wir nur hier lang. Oh, ich bin so scheiße doof. Ich glaube, das schneide ich. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Ah.
Ciri! Ciri? Verdammt! Nehmt diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer! Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Soltan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hurensohn ist tot. Oh. Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafeil ilain, ketmil foli. Gledif dorn ebteneit, bundro itne iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Kann man sich denn sowas merken? Mal ganz ehrlich, ja? Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist ins Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung.
Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Jo, so, das sind echt immer lange Passagen, wo nur gequatscht wird, ne? Hui, geil. Komm schon, los. Hey, Meister Hexer, wir haben ein Geschenk. Oh, das ist aber nett. Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Also ganz ehrlich. Weiß ich nicht, kann man da. Man muss trotzdem Danke sagen, ne? Ich meine, die Jungs haben es bestimmt nicht böse gemeint, aber ganz ehrlich, naja. Okay, wir haben das erledigt. Wir können aufsteigen. Und dann können wir mal, ja, da haben wir alles erledigt. Oh, wir haben ein Plätzchen frei. Guck mal. Einen müssen wir noch verbrauchen. Den verbrauchen wir jetzt. Hier ist ja alles fertig, ne? Ich würde ganz gerne Quen weitermachen. Aber wir sind jetzt bei Gegner werden zurückgestoßen. No. Also mal hier nächste Stufe ist wieder ein aktiver Schild erzeugt. So ist das. Ist ja nicht verkehrt, ne? Was haben wir hier? Ach komm, erstmal, ich möchte gerne hier weiterkommen. Deswegen müssen wir das jetzt hier erstmal ausmachen. Und können das jetzt auch hier hinsetzen. Ne? So. Sieht doch ganz gut aus. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Mal schauen. Skellige. Also wir müssen wirklich nach Skellige natürlich. War klar, müssen wir natürlich auch. Aber wir haben ja hier noch so das eine oder andere an Nebenquest. Die Gwind-Geschichten machen wir nicht. Das ist alles hier schon Skellige. Novigrad. Ja, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen uns noch ein bisschen kloppen. Philippa Eilhardt, Lebensnummer Triss Merigold in ihrem Versteck. Da war auch noch was. Da war was mit Triss, ne? Freiwilliger. Komm, wir machen jetzt Triss und dann kümmern wir uns hier um Philippa, ne? Ich glaube, das werden wir in der heutigen Folge leider nicht mehr hinbekommen, aber wir werden auf jeden Fall uns noch mit Triss treffen. Und wir werden auf jeden Fall auch ein paar Runden machen müssen, wo wir dann die ganzen Fragezeichen abklappern. Jetzt muss ich mal gucken, wo komme ich denn am schnellsten dahin? Vom Südtor aus, ne? Vom Südtor aus komme ich am schnellsten hin.
Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Hätte ich mir anhören sollen, ne? Ich bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Ich finde den Spruch so geil. Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in den ganzen Schmarrn geladen? Ich hatte gerade erst die Wäsche aufgehängt. Und jetzt muss ich sie wieder waschen. Dieses verdammte Blut geht nicht so einfach raus. Mein Mann kommt jeden Tag von Kopf bis Fuß blutrot nach Hause. Er arbeitet im Schlachthaus. Ich kenne das Problem. Du musst die Flecken in kaltem Wasser wegschrubben. Dann gehen sie leichter raus. Boah, ist aber auch ein Job, ne? Ja, gewesen. Wäsche waschen. Meine Herren. Ist schon immer so schief? Nein, natürlich. Dann sind zwei Männer eingezogen. Sie wollten in die Vivaldi-Bank einbrechen. Angeblich haben sie vom Keller des Hauses einen Tunnel direkt zum Tresor gegraben. Aber sie waren keine guten Bergleute, haben den Tunnel nicht abgestützt. Als er einstürzte, hat sich das Haus geneigt. Das ist das schiefe Haus hier. Seht ihr, was ich sehe? Ist das geil gemacht, ha? Seht ihr, was ich sehe? Cool. Ja, wir wollten jetzt zu Triss. Hilf einem armen Kerl. Ja, ich denke, ich sollte dir helfen. So, Triss. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Was für Idioten. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Natürlich, Schätzchen. Ja, Geralt? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Deine Hand? Wie geht's deiner Hand? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt.
Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Also, es kommt doch immer wieder was Neues. Jetzt dürfen wir also auf den Fischmarkt und uns dort mit einem Diener Wegelbutz treffen. Okay, das machen wir. Das machen wir aber, wie ihr euch schon denken könnt, erst in der nächsten Folge. Ja, tut mir leid, dass ich heute mich ein bisschen doof angestellt habe bei dem Kampf. Man hätte ja auch mal drauf kommen können, mal einfach zu gucken, ob das Tor aufgeht. Egal, wir haben es ja dann doch geschafft, haben Ciri da irgendwie gerettet, nachdem wir uns dreimal haben abschlachten lassen. Und nun geht's hier mit Triss weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und oder einen schönen Abend. Und sage, macht's gut und wir sehen uns morgen oder hören uns morgen. Bis dahin, ich würde mich freuen. Ciao, euer Alien.